der Nobelpreisgekrönte Podcast Zeitgeist und Wunderlich. Irgendwo im Spannungsfeld zwischen Giovanni Di Lorenzo und Nico Schwanz. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeitgeist und Wunderlich Podcast. Wir sind heute nicht allein. Wir haben die wunderbare Ricarda zu Gast vom Busenfreundin Podcast. Ricarda ist Moderatorin, Podcasterin und Magazinherausgeberin. Und wir sind super happy, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Ricarda. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt vergessen, in eurer Aufzählung zu sagen, ich bin Fitness-DVD-Rausbringer, Schmuckdesignerin, Kinderbuchautorin und Spielerfrau, habt ihr noch vergessen. Ah ja, stimmt. Das kommt und alles noch hinzu. Ja, ja. Du bist einfach und ein Multitalent. Und ich wirke gerne in schlechten, RTL-Reality-Shows, spiele ich auch noch mit. Im Grunde dann genommen hätte man eigentlich eine ganze Podcast-Folge nur darauf verwenden können, diese Aufzählung vorzuführen. Ja. Und du bist eine von den Autorinnen, die, wenn du so am Bahnhof diese Groschenromane liest, ne? Kennst du dieses irgendwie Leidenschaft der Unendlichkeit und solche Geschichten? Ja, da hast du, glaube ich, doch auch mehrere von geschrieben, oder? Habe ich mehrere rausgegeben, die verkaufen sich wie Hölle gerade noch. Bei Rewe kann man die kaufen und bei Lidl. Ja, aber ohne Scheiß, direkt neben diesen Brillen, die schon voreingestellte Dioptrien haben. Die Einmalbrillen. Von denen ich nie weiß, bei den Brillen weiß ich nie, verarschen die einen oder macht man sich die Augen damit eigentlich noch mehr kaputt? Da weiß ich nicht genau. Oder vielleicht nimmt man die auch zum Feuer anzünden. Ich weiß nicht, warum man die das heißt da grillen im Supermarkt. Ey. Ich frage mal bei mir in der Verwandtschaft nach, die benutzen das seit Jahren. Aber wie kostet eigentlich so ein Gestell? Weiß man das? Ich glaube, 6, das ist so in diesem Bereich. Ja, auf jeden Fall unter 10 Euro. Ja, ja. Ja, ja, das, ich finde das geil, bestimmt einfach die Mentalität zu haben. Messerscharf beobachtet. Ja, ich finde die Mentalität zu haben, zu sagen, ja gut, es gibt halt Optiker, es gibt halt Sehtests, es gibt halt Augenärzte. Ja, ich kann jetzt aber einfach auch beim Lidl an Kasse mir für 3 Euro eine Brille kaufen. Sollte ja auch gehen. Also wirklich einfach so dieser Preisunterschied, 150 Euro beim Experten oder 3 Euro an der Kasse. Und es ist ja, und ich möchte auch mal das gerne, Gleiche. So. Welche Marketingagentur sagt, dann schauen wir mal. So, also irgendwie, ich möchte mal wissen, wer sich da hinsetzt und sagt, wir brauchen mal einen Slogan für diese Billigbrillen an der Kasse. Von so dem, wie heißt das nochmal? Beim Quengelregal ist das wahrscheinlich genau. Auch, ne? Für die Omas. Die braucht die Quengel nach Sichtbarkeit einfach. Wenn die Oma wieder quengelt, ne? Oma, jetzt kriegst du endlich die Brille, aber jetzt halt auch endlich die Fresse. Jetzt halt einfach dein Maul. Ja, aber das ist das erste Mal, dass ich drüber spreche. Das tut ein bisschen gut, dass ich jetzt gerade rauslasse, dass mich das immer so ein bisschen gestört, mich gewundert hat mit diesen Brillen. Aber gut, wir waren woanders, ja. Ne? Ja, genau. Im Grunde genommen waren wir mittendrin, dich vorzustellen. Ne? Also du hattest die Aufzählung dankenswerterweise noch ein bisschen fortgeführt. Und wie wir dir ja schon im Vorgespräch gesagt haben, wir haben ja hier eine ganz tolle Art und Weise etabliert, wie wir unsere Gäste vorstellen. Und zwar, indem die das selber machen. Indem sie es selbst machen, richtig. Also, outgesourced. Ja, genau. Wir stellen die Plattform zur Verfügung, aber es darf dann auch gerne selbst Hand angelegt werden. Und es ist so, wir haben uns… Wie bei YouPorn. Ja, auch da, die Plattform und es wird Hand angelegt. Ich bin gerade bei YouPorn, das ist der Podcast-Welt eigentlich. Du, das hab, kann man nicht du, anders sagen. Interessanterweise, du bist nicht die Erste, die das sagt. Ja, jedenfalls, wir haben uns auf die Suche begeben in deinem Insta-Feed und wir sind fündig geworden. Wir haben 3 Bilder herausgesucht. Wir haben die dir auch einmal zur Verfügung gestellt, weil wir haben natürlich folgende Barriere. Wir haben uns für ein Format entschlossen, was ungeeigneter für Audio ja im Grunde nicht sein könnte. Ja, wir beschreiben Bilder und lassen dann alle daran teilhaben, wie du dich in der jeweiligen Situation gefühlt hast oder du gibst so ein bisschen den Kontext. So. Und anfangen würde ich ganz gerne mit einem Bild. Man sieht, ja, ich würde sagen, so Kinder, es könnte auch die Einschulung eventuell sein, ich weiß es nicht genau. Aber alles legal, das müssen wir an dieser Stelle sagen. Man sieht Kinder, du bist eines davon, würde ich jetzt mal ganz schwer tippen. Ja. Und man sieht Kinder, da sind Schultüten auf jeden Fall im Spiel, es sind Tornister im Spiel und das sieht so ein bisschen aus wie, naja, so ein wie soll man sagen, Vorlesungssaal der 80er Jahre, ist aber wahrscheinlich in deiner Grundschule gewesen, oder? Ja, und ist ich muss sagen, Kirche, oder? Die Kirche war es. Und es sieht so aus, als wärt ihr alle gemeinschaftlich, bevor ihr euch in die Kirche gesetzt habt, alle gemeinschaftlich beim Urban Outfitters in Berlin Mitte einkaufen wart.
Stimmt. Einfach alle gemeinschaftlich schlecht gelaunt. So würde ich es auch mal beschreiben. Und bei Urban Auto. Das ist jetzt wieder in. Ja, ich ja, da ja sehe genau. Das, also stimmt, alles, was wir absolut da sehen, ist gerade schwer on vogue. Also, ne? Klasse. Geil. Ja, und du, also erzähl uns ein bisschen was dazu. Genau, das war meine Einschulung. Wann war das? 1998, kann das sein? Ein gutes Jahr. Doch. Nee, da war ich 10. Dann war es 94, irgendwie sowas. Ich habe auch eine Dyskalkulie, das muss ich dazu sagen. Ich rechne ganz schlecht. Die Kinder immer, die eigentlich schon reingehen konnten in die Schule, aber es noch nicht gemacht. Das waren die Kann-Kinder. Du warst einfach so 5 Jahre lang ein Kann-Kind. Du warst immer kurz davor. So heißt es? Ja, so Kann-Kind. Ich war oft ein Kann-Kind. Und wie heißen die schon so Überflieger waren? Die, ja, so Überflieger, die mit 4 Jahren die dritte Sinfonie von Beethoven konnten und dann schon eingeschult wurden mit 4. Ja, die habe ich immer bewundert. Ja, genau. Also im Grunde genommen, die fielen in dieses Raster rein. Weil obwohl, normalerweise kommt man ja mit 6, glaube ich, in die Grundschule. Und genau. Die waren dann 5, waren aber im gleichen Jahrgang und konnten dann schon in die Schule. Also Kann-Kind, genau. Ja. Ah, ich war, okay. Genau. Ich war auch eher von der Sorte, ich bin dann auch 3, 4 Jahre später rein. Das war übrigens gerade, habe ich in dem Moment, als ihr noch beschrieben habt, habe ich noch mal gerechnet in den 3 Minuten. Es war 92. Ah, ja. Ich war mit 5 bin ich eingeschult worden. Ich wurde aber kurze Zeit später 6 und dann, also kein Kannenkind. Doch, also, ein Kannenkind. Nee. Ein Kannenkind. Ja, ja, ja. Ja, genau. Du warst also weil schon ich wurde nicht bis 5 eingeschult. Ich bin 6. Genau. Achso, vor der Zeit. Okay, ich wurde nämlich, ich war im August Geburtstag und das war dann in dem Jahr davor, war ich gerade so an der Grenze und hätte dann mit 5 eingeschult werden können. Genau, Kannkind. Und da haben meine Eltern gesagt, Leber nett. Für alle Seiten besser. Aber und ich bin dann erst mit 7 tatsächlich in die Schule gekommen. Könnt ihr mir nochmal ganz kurz sagen, wie wird das nochmal geschrieben? Kannen, wie die Kanne? Nee, oder Kann, wie der Ort Kann, wo die reichen Leute leben? Kann, K-A-N-N. Kann, genau. Ja. Können. Ja. Ah, okay. Ja. Also so habe ich es mir jetzt hergeleitet. So, sehr schön. Ja. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Phänomen unter den Reichen. Deswegen Kann. Oder vielleicht, weil da so ein Gerichtsurteil gefällt wurde. So, ja. Das Kann-Urteil. Okay. Ja. Der internationale Schulgerichtshof. Das geht auf den Vertrag von Kann zurück. Ja, genau. Ja. Okay. Also, und man sieht aber auf dem Bild, du sitzt, glaube ich, in dem gepunkteten Kleid in der Mitte. Ja. In allerbester Laune. Und hast Bock. Richtig. Ich habe richtig Bock. Ich glaube, das hat sich durch meine komplette Schullaufbahn gezogen, dieses Gesicht. Ich habe es nicht mehr geändert. Ich sitze dazwischen und habe, man muss dazu sagen, links neben mir sitzt mein kleiner Verehrer. Ich hatte einen kleinen Verehrer. Ja, das schmeißt sich auch ein bisschen ran, muss man sagen. Er ist sagen, richtig ne? happy. Er hat sich rangeschmissen. Ich glaube, das war der Grund, warum ich dann irgendwann homosexuell geworden bin. nein, das war er nicht. Er war wirklich ganz süß, aber mich hat er ein bisschen abgefuckt, weil der halt sehr geklebt hat. Ne? Und das, daran kann man sich noch Sommer. Erinnern. Im Sommer. Super schön. Wie in der BVG, wie in der Deutschen Bahn irgendwo. Nee, und da saß ich dazwischen und dann wusste ich, dass irgendeine Mutter hat das Foto gemacht und gesagt, lach doch mal! Und dann, wenn man sowas hört, lach doch mal, dann geht die Laune ganz schnell in den Keller. Und so war es bei mir. Der Junge hat darauf geantwortet offenbar und hat darauf reagiert. Und so ist das Bild entstanden. Und Kirche war, glaube ich, noch nie meins. Also das ist in der Kirche aufgenommen worden, das Bild. Wir mussten in so eine Kirchenveranstaltung, wie heißt das denn? Messe, genau. Ja. Die kurz vor der öffentlichen Einschulung dann irgendwie vollzogen wurde und dann nach ging es, ich hätte mich betrunken, wenn ich gekonnt hätte mit 7 oder mit 6. Aber dieses Bild hat so viele Ebenen, ein richtiges Highlight wird erst die zweite Reihe, weil das Kind hinter dir sieht aus, als müsste sich übergeben und das Kind rechts daneben sieht aus, als hätte sich das einen falschen Schnurrbart angeklebt. Rechts neben mir wurde als Dämon besessen. Ja, nein, dahinter ja. sitzt das Kind mit dem falschen Schnurrbart. Also, sie hätten nur noch so ein Kind mit so einer Zeitung und Löchern drin, so inkognito. Ja. Also wirklich, ich hoffe, du hast dir natürlich auch die Genehmigung aller Personen, die auf dem Bild sind, eingeholt. Ganz sicher. Ja, die habe ich ausfindig gemacht bei stayfriends.de. Ja. Bitte melde dich auf Sat.1, habe ich sie alle gefunden. Ja. Nur damit du diesen Insta-Beitrag absetzen konntest. Ja, das ist geil, das wäre schön, so XY ungelöst, so seit Jahren verschollen. Julia Leischik hat sie alle zu mir gebracht. Ja. Ja. Also du warst kein Fan von Schule, also grundsätzlich, hat sich das durchgezogen oder fing das irgendwann an, für dich besser zu werden?
es wurde, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwann den Part, oder ich habe irgendwann den Turnaround geschafft. Ich hatte sehr lange Zeit keinen Bock auf Schule. Dann haben mir meine Lehrerin oder eine Lehrerin, die ich mal ganz toll fand, hat mir gesagt, wie schlecht mein Englisch sei und wie schlecht mein Deutsch sei. Und das hat mich so getriggert, dass ich mich nur noch dran gesetzt habe und gelernt habe wie Sau. Und dann auch tatsächlich gar nicht mal so schlecht die Klausuren geschrieben habe. Und da fing das an. Das war ja so 12., 13., 12. Klasse. 13. Das ist ja die Endspurt. Die letzten 3 Wochen vorm Abi. Meter. Genau, da wurde ich dann plötzlich gut. Ja. Nee, aber ich habe auch ein Recht, ich habe eigentlich auch gar kein gutes Abi. Was habt ihr so? Also habt ihr Abi? Ja, doch, Abi gemacht. Yes. Aber bei mir war es ähnlich. Also ich habe irgendwie so... NC? Ich glaube 2-0 am Ende. Das ist schon gut. Ich hatte glaube ich, ich weiß es gar nicht, 2. Also ich weiß, ich hatte auf ein 2-0 geplant, habe dann festgestellt, irgendwas hat in meinen Kalkulationen hat nicht gestimmt. Ich glaube, ich bin dann bei 2-2 oder 2-3 gelandet. Boah, doch, das habe ich immer bewundert. Ich hatte 2-9, bin gerade an der 3-0 dran vorbeigeschlittert. Gute Pferd, ich finde aber 2-0 war echt... Aber jetzt muss man bei mir natürlich auch fairerweise sagen, in Rheinland-Pfalz. Ne? Also relativiert die Sache vielleicht auch noch in mal. In NRW wäre das Sonderschule gewesen. Ja, genau. So, weißt du, diesen Test, den man macht, in wenn man dreimal... In der Baumschule, genau, wenn man dreimal durch die Fahrprüfung gefallen ist und dann diesen Idiotentest machen muss, das ist halt das Abi in Rheinland-Pfalz. Ja. Ja. Blaues Dreieck. Aber in Bayern ist das so schwer, ne? Bayern, da ist es sehr schwer und in Baden-Württemberg ja auch, Also, aber bei mir war es beispielsweise ähnlich, ne? Also wirklich so der Punkt, wo sich das ein bisschen gewandelt hat in der Oberstufe, ja. Und dann hat das also bei dir dann voll auch, weil du sagst, du hast eine Lehrerin dann gehabt, die hat dich einerseits ein bisschen drauf aufmerksam gemacht, aber wahrscheinlich andererseits auch motiviert, oder? Total, total. Und das hat dann angefangen. Was hattet ihr denn für LKs eigentlich? War Mathe da ein Thema? Nee, also bei mir gar nicht. Bei mir war Musik ein Thema. Nicht. Musik gab es, ja, Musik, Bio und Englisch. Ja. Und ich Das ist schön. Ich hatte Englisch, Erdkunde und dann als drittes Mathe und als viertes Geschichte. Oh, Mathe hattest du. Ja, aber ich musste irgendwie, weil ich habe alles halt abgewählt, was an Naturwissenschaften irgendwie ging. Und dann blieb Mathe übrig. Ich war in der 11. Klasse, war ich in Amerika und hab irgendwie kam dann wieder und hatte irgendwie dieses ganze Konzept Oberstufe, was ich wählen muss und wie das Ganze funktioniert, nicht so richtig aufgepasst. Und mein Problem war dann halt nachher, dass ich gedacht habe, Bio zählt nicht ins Abi rein, habe überhaupt nichts dafür gemacht, hat aber dann reingezählt. Shit. Gleichzeitig habe ich so gewählt, dass ich auf einmal einen Kurs mehr als alle anderen hatte und das war Latein und konnte das bis Ende der 30. Abwählen. Irgendwie ist das etwas schief gelaufen in der Zeit, aber ja, so war es halt. Das muss ich mir auch selber irgendwie, muss ich mir selber vorhalten, dass das ein bisschen dumm gelaufen Erdkunde ist. Aber Erdkunde ist so ein typisches Fach für Jungs, finde ich. Ne? Ich kenne ganz wenige, oder es hatten ganz wenige Mädels, hatten Erdkunde. Es ist so ein richtiges Jungsfach. Ja, aber ich fand es auch irgendwie toll. Ich fand Erdkunde toll, muss ich wirklich sagen. Also das war so Struktur, bei Erdkunde denke ich immer an Strukturwandel im Ruhrgebiet. Das war irgendwie so Dauerbrenner-Thema der ganzen Mittelstufe. Ja, wunderbar. Ja. Aber apropos Dauerbrenner-Thema, was war denn dann so dein richtig geile Überleitung? Jetzt super auch? Überleitung. Ja, hallo, super Überleitung. Hallo. Ja, Überleitung aus dem Himmel. Was waren deine LKs und was hat dich denn quasi zu Schulzeiten dann noch wirklich begeistert? So absolute Mädchen-LKs, Deutsch und Englisch. Ich habe quasi das, was ich in Englisch gemacht habe, in Deutsch gemacht oder umgekehrt, also easy. Ich habe Deutsch geliebt ohne Ende. Mhm. Fand das total geil. Und dann habe ich, glaube ich, ja, voll schön, der Werther, so richtig, also super nerdy eigentlich, aber fand ich toll. Und ich habe dann Bio und, was war das dritte, Geschichte. Und Geschichte habe ich mega abgelost. Ich ging mit einer 4- aus der mündlichen Prüfung raus, richtig, richtig schlimm. Ich fand, das hat mich dafür einfach nicht interessiert. Und Bio, ich weiß gar nicht, worüber ich in Bio geschrieben habe, aber es war, kennt ihr das, seid in der Abi-Situation, kriegt das zu lesen, die Aufgabe und denkt, fuck yeah. Genau, ja, das habe ich gelernt. Ich hatte einfach nur ein großes Glück, dass das reinkam, was ich mir... Ich habe nicht viel gemacht. Ich habe von 10 Sachen vielleicht irgendwie 5 gelernt und habe gesagt, ja gut, und wenn es dann irgendwie kacke ist, dann ja. Aber ich habe klassisch auf Lücke und einfach mal Glück gehabt. Genau, auf Lücke gelernt. Ja, und da kam das dran und ich so, boah,
Brudi, läuft bei dir. Wenn es das schon gegeben hätte, diesen Ausdruck, hätte ich den gesagt. Aber es hat gestimmt. Ich hatte Glück. Ja. Einfach so auch in der Schulaula dann so rumgeschrien. So, yo, ja, Brudi, läuft bei dir. Ja, ja, wirklich. So ja. Schön Gönnung, Hashtag Gönnung. Ja. Und alle sitzen da und dann so, was ist mit der Verrückten? Was ist mit der Verrückten? Ja. Und dann so 10 Jahre später, oh Mann, sie war ach, einfach krass, stabil. Krass, das hat sie gemeint. Ja, genau. Ja. Das ist ja ziemlich witzig. Ja. Lass uns doch mal jetzt, bevor wir hier zum irgendwie Schulpodcast, Konuno-Podcast werden, nee, wie heißt das nochmal? Kumon, der Nachhilfe-Podcast werden. Lass uns. StudiVZ, SchülerVZ-Podcast. Ja, der Podcast. SchülerVZ, der Podcast. Wir machen es nochmal groß. Ja, das wäre geil. Auch null creepy, so Anfang 30-Jährige machen. StudiVZ, Great Again. Ja, genau. Der StudiVZ-Podcast mit so Anfang 30-Jährigen und alle so. Genau, Alter. Was waren deine Lieblingsgruppen? Von wem wurdest du am liebsten gekruschelt? Ja. Oh, weiß ich noch. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit hat sich absolut durch mein Leben gezogen. Fand ich super. Es hat alles auf den Punkt gebracht. Das, ne? Ja, fand ich auch sehr gut. Genau, hier ruft jemand parallel an. Ja, einfach auflegen. Hier, einfach in der Mitte, hier. Mitte auflegen. Ablehnen, nee, nimm ihn so rein. Nimm ihn in den Podcast mit rein. Ja, es ist klang nach einer offiziellen Nummer. Ich glaube, das war die Fahrradreparatur. Aber okay. Ja, hier ist Ihr Finanzamt. Sie sind genau jetzt gerade in dem Podcast. Ja, sorry. Ja, nicht angemeldet dann, in der Außengastronomie. genau. Sie sind jetzt gerade im Podcast. Ja, dann tut es mir leid, Herr Wellnitz. Das schneiden wir nicht raus. Wir machen One-Taker. Genau. Sie sind jetzt leider insolvent. Tut uns leid, dass ich es hier erfahren habe. Live im Podcast, ja, hat super Clickbaiting-Möglichkeit. Ja, genau. Aber vielleicht die Stimmung, die du dann hättest, lässt sich vielleicht wiederfinden in dem zweiten Bild, was wir dir geschickt haben. Boah, sind das Überleitungen. Ja. Wahnsinn. Das einmal mit Profis. Und ja, wir entnehmen ja hier dem Ortstag, das Bild wurde aufgenommen in Zürich. Man sieht dich ja zusammen mit zwei anderen Damen, du den Kopf auf dem Tisch, die andere Dame scheinbar hinten weggeknackt und dann die weitere streckt irgendwie die Zunge raus. Und vor dem Konzert ist nach dem Konzert lautet die Caption und jetzt natürlich die Frage. Und dazu der Hashtag Kleines Bubu. Kleines Bubu. Und jetzt natürlich die Frage, welches Konzert war's und wie ist es so in Zürich? Ich kann dir das direkt beantworten, es war Paul Kalkbrenner und es war sauteuer. So, ah, okay. Das habe ich. Gut, Zürich denn halt, ne? Die, es war eine Elektro-Veranstaltung für all diejenigen, die Paul Kalkbrenner nicht kennen. Es ist ein DJ. Ist das ein DJ? Kann man DJ nennen? DJ, Producer, ja. Producer. Genau. Coole Socke. Und der, ja, immer mit einem Läppi dabei, mit einem Schlepptop dabei. Genau, immer dem Laptop. Hat er im Anschlag immer. Ja. Und den habe ich mir angeguckt mit zwei Freundinnen. Einmal Tamara, die die Zunge rausstreckt, und Julia, meine beste Freundin, mit der ich auch meine erste Beziehung mit einer Frau, die jetzt da so liegt. Mhm. Und mit mega geiles Konzert, kann man nicht anders sagen. Wir hatten nur dieses Bier. Es gab, glaube ich, sehr viele Leute, die was anderes genommen haben, konsumiert haben, so wie ich das so gesehen habe. Aber war echt gut. Also der hat es voll drauf gehabt. Aber die Karte, das Ticket für Paul Kalkbrenner war fast das zum Zweidrittel teurer da. Klar, wenn man es ja macht, ne? Wenn man ja dann irgendwie auch dementsprechend verdient. Ich nicht, ich kam aus Deutschland. Die arme Deutsche. Du hast wirklich von allen ein bisschen Mitleidsbekundungen bekommen, ne? Ja. Also. Arme Milliardärin. Ja, arme Milliardärin. Genau. Ja, du bist die arme Millionärin unter den Milliardären. Echt, bin dann quasi hochverschuldet wieder nach Deutschland gefahren, als ich da war. Aber ja, zwei Bier, Privatinsolvenz, ähnlich wie bei mir. Absolut, ja, genau. So im Wert eines Einfamilienhauses habe ich da bestellt an Bier. Das war was schön. Und deine, also kurze Frage, weil du das so im Nebensatz so erwähnt hattest. Also deine beste Freundin, die da hinten liegt und irgendwie sehr beseelt aussieht. Das ist sie nach Bier, ja, das ist sie immer nach Bier. Und du hast gesagt, das war deine erste Beziehung. Und wart ihr vorher befreundet und dann in der Beziehung oder wart ihr erst in der Beziehung und seid dann beste Freunde geworden? Ich muss sagen, beste Freundinnen, ne? Ja, das ist egal. Das, da ich gender auch nicht so gerne, zu meinem Leidwesen. Ich kriege dafür immer ein bisschen Hate. Wir waren in der Schule, sind wir in der Oberstufe gewesen und haben uns dann angefreundet und sind dann in eine Beziehung gekommen und haben uns danach sind dann nochmal weiter beste Freunde geblieben, bis heute. Ich hoffe, das bleibt auch noch so. Aber so ist das entstanden, ja. Ganz einfache Kiste. Also nicht Kiste ist vielleicht das falsche Wort in dem Sinne. Doch, obwohl, komm,
bleiben wir einfach bei Kiste. Ja, so war das. Ja, aber ja nicht unbedingt der klassische Weg im Sinne von ne, nach einer Beziehung weiterhin gut befreundet zu bleiben. Das stimmt, ja. Das stimmt. Darf ich das in diesem Zusammenhang fragen, ob ihr in einer Beziehung seid, gerade aktuell? Ich aktuell nicht. Okay. Und ich halt, tatsächlich in diesem Format halte ich mein Privatleben komplett raus. Okay, gut. Das ist gut. Ja, sehr deswegen, stringent. Ja, genau. Einfach. Ja. Man macht sich auch ein bisschen damit interessanter. Man macht sich damit, ist wie bei Justin Bieber oder bei irgendwelchen Promis, man weiß es nicht. Und dann, das ist diese Magie, die einen umrahmt. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, ob das damit was zu tun hat, sondern also so ein bisschen, also. Was wir hier, also ich finde, es hat eher damit was zu tun, was wir so in diesem Format machen, und vieles davon geht ja schon fast, also dadurch, dass es ja immer irgendwie auch Satire ist und wir manchmal ja auch sehr überspitzt über Themen reden, ist es ja schon manchmal fast so eine Persona, die man einnimmt, und dadurch, dass es irgendwie eine schon fast, also ich sehe das manchmal eher wie so eine Kunstfigur, die man sich so schafft. Und und in dem Kontext sage ich dann halt, okay, das versuche ich halt komplett von der Privatperson irgendwie zu trennen. Ja, absolut. Okay. Also, verstanden. Ja. Haken dran. Wie ist es bei dir, wenn ich fragen darf? Ich mache das auch ähnlich wie ihr. Also ich halte die Namen und so meiner Ex-Freundin immer raus. Das wäre mir dann zu persönlich. Ich rede über die, weil das halt Teil meiner Vergangenheit ist, aber ich werde nie irgendwas sagen, was darauf schließen lässt, wer es ist oder wer es war. Und das finde ich auch irgendwie, es ist ja auch unfair den Leuten gegenüber, die da nicht intervenieren können, ne? Also wenn ich darüber spreche. Ja, total. Und Das halte ich schon sehr raus, und ich glaube, wenn ich jetzt wieder in einer Beziehung wäre, würde ich es auch raushalten vielleicht, weiß ich nicht. Es sei denn, man hat irgendwie eine Influencerin, die ganze Zeit irgendwelche Hauls macht und bei Primark was einkauft, und das, dann kann man es wahrscheinlich nicht raushalten irgendwie. Ja, aber, außer die ist jetzt super prominent und ich davon profitieren kann. Genau, dann. Ja, genau. Dann sehe ich das anders. Dann sehe ich das anders. Dann möchte ich das natürlich auch vermarkten. Nee, bei Promis mache ich auch immer Ausnahmen. Also das ist ganz klar. Ja. Das ist ganz klar. Ja. So kenne ich es. Ja, aber genau, apropos Vergangenheit, jetzt eher mal, wir jumpen rüber, ja, in die Gegenwart nämlich. Und quasi, ich würde jetzt mal annehmen, einen großen Teil deiner Gegenwart macht einfach auch dein Podcast aus. Und wir haben hier ein Bild, ich glaube, es ist aus dem Jahr 2018, wo du gerade announced, dass du jetzt den Podcast starten wirst, ja, Busenfreundin. Und du sitzt dort, ich glaube, auch zusammen mit einer Freundin auf der Wiese, es sieht nach einem schönen Sommertag aus, und genau, nimm uns doch nochmal ganz kurz mit in die Zeit. Also erstens, wie ist es so ein bisschen gekommen überhaupt zu dem Podcast-Projekt? Und ich meine, wer waren so ein bisschen vielleicht auch Inspirationsquellen, Unterstützer? Und mittlerweile bist du ja richtig groß geworden. Nimm uns mal mit. 1,67, ne? Um genau zu sein. 1,67, ja. Ja, das ist echt groß. Guck an. Ist riesig. Nochmal richtig, man kann sagen, eigentlich nochmal einen richtigen Schub gemacht. Ne? Ja, bin ganz schön groß geworden. Ja, würde ich gerade sagen, kommen die Verwandten gewachsen. Immer und kneifen dir in die Wange und sagen, ja Mensch, bist du groß geworden. In die Backe, du musst immer sagen, in die Backe, es macht viel mehr Spaß. Und wenn du sagst, in die Backe kneifen, macht es viel mehr Spaß, wenn man dann zwei Assoziationen hat. Ja, dann macht immer nur der eine Onkel, ne? aus der Eifel, der. Grüße, Georgie. Ja. Was mich natürlich auf dem Foto noch interessiert, wo genau in der Kölner Innenstadt, wie das hier beschrieben ist, hat man solche schönen Grünflächen? Ich kenne die Kölner Innenstadt eher immer nur. Aachener Weiher. Aachener Weiher. Es gibt, glaube ich, auch nur. Ich sehe übrigens gerade auf diesem Screenshot, den mir einer von euch geschickt hat, dass oben links Hashtag bleibt gesund drin steht. Ja. Ist das eine App oder was ist das? Nee, ich glaube, das ist gerade off-topic. Das ist einfach nur lustig. Von Vodafone. Die haben sich das, die haben sich das so Hashtag erlaubt. Hashtag Werbung. Genau, Hashtag Werbung. Ja. Ja. Gibt es aber auch Telekom. Telekom alle hat gerne bestimmt auch was ganz Neckisches gemacht hier. Ja, ja, und E-Plus und wen es da noch gibt. Al-Jildarim. Gibt es noch E-Plus? Ja, klar. E-Plus hier in Düsseldorf. Die Älteren werden sich groß, noch erinnern. Ganz ich bin ja immer noch bei D2. Ach du Scheiße, Kolja. Das Kolja-Paket. Ich bin bei Alcatel. Klar. Oh Gott, scheiße, ja.
Mit meinem okay. Siemens S35, Leute. Mit, einem, mit unserem Nokia 5110. Ja, pass auf, ich hatte einen guten Freund, Bastian, Grüße bitte. Der konnte sich das immer quer in den Mund schieben. Also wirklich so ein Nokia 3210 quer in den Mund. Und dann immer so alle, nee, schaffst du eh nicht. Doch, komm, ich zeige es euch nochmal. Fände ich jetzt gerade in Corona-Zeiten wäre auch ein guter Move. Bastian, steckt das, glaube ich, das aber Handy, das kann ich mir gut vorstellen. Oder noch besser, Bastian, steckt dir mal meine Hände. Das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass man das 3210 quer rein, das geht, das kann ich mir vorstellen. Ja, aber eine Faust finde ich schwierig. Das habe ich eine Zeit lang immer probiert und ich muss sagen, ich schaff's wirklich fast ganz. Und das ist dann, wenn man die dann wieder wenn man das auf einer Party macht und die Hand dann wieder aus dem Mund holt, da macht man sich Freunde und dann erstmal sagt, komm, habe ich geschafft, High Five, Leute. Ja, und dann jemandem in die Backe kneifen. Ja. Also, ja. Du hast gar keinen Schaum auf dem Bier, ich rühre nochmal schnell mit dem Fingerchen um, ne? Ja, es kommt immer gut. Und viele Leute denken ja bis heute noch, Corona wäre durch Fledermaussuppe entstanden, ne? Ja, ich habe da ganz andere Informationen. Es ging nur um eine blöde Wette mit der Faust. Naja. Da sind wir auch schon wieder bei Goethe. Egal, so. Aber erzähl uns was zum Podcast, erzähl uns was zum Bild. Also 2018 entstanden am Aachener Weiher, das ist mitunter einer der wenigen Grünflächen in Köln. Das auf dem Bild ist Maike Johanna Reuter, ehemals Schauspielerin bei Alles, was zählt. Die hat mit mir den Podcast angefangen. Grund dafür, dass ich den Podcast gemacht habe, war schier einfach, dass ich von dem Angebot, was es damals gab in Sachen Gay-Content, nicht so überzeugt war, weil ich gedacht habe, irgendwie ist das mir also, das ist alles immer so dieses Belehrende. In 10 Schritten in die Homosexualität. Wie werde ich gay? Wie werde ich heterosexuell? Wie kann ich meinen Eltern sagen, dass... Das hat mich einfach so ein bisschen gelangweilt. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne so ein bisschen das ganze Thema ein bisschen lockerer mal aufbrechen. Wieso kann ich nicht mal auch Witze über Kampflesben machen oder mich selbst oder sagen, mich auch selbst auf die Schippe nehmen, weil ich kurze Fingernägel habe? Und dann habe ich gesagt, so Podcast, das ist im Kommen, habe ich gedacht. Podcast, das machen jetzt Leute. Und dann habe ich das meiner damaligen Freundin gezeigt, die so, was ist denn Podcast? Damals, vor 2 Jahren, kannten viele Menschen noch Podcast nicht. Und jetzt ist das ja wirklich, jetzt kennt jeder Podcast. Ja, das ist echt cool. Und da hieß es schon, das setzt sich nicht durch, Podcast. Das wird, das also ähnlich die Leute sind gelangweilt. Das gab es doch schon mal, hat doch damals schon keiner gehört. Ja, genau. Ja, genau. Ja, und dann habe ich das einfach gemacht und dann musste ich sehr viel Klinken putzen, weil um Gäste zu kriegen, nach 10 Folgen Maike, die auf dem Bild zu sehen ist, ausgestiegen ist, weil sie gesagt hat, ich habe zu viel Projekte, ich schaffe das nicht mehr, musste ich mir halt Gäste an die Seite holen. Und wenn ich immer sagte, das ist ein Gay-Podcast oder ein LGBT-Podcast oder ein Lesben-Podcast, war immer die Reaktion, oh nee, also wenn das dann, das ist mir dann zu, Und das war echt krass, dass ich wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten musste und sagen musste, ich mache das ein bisschen lockerer. Haben die trotzdem immer Angst gehabt, die Leute, dass man die irgendwie auf irgendwas festnageln könnte. Und dann ging das so ein peu à peu, sind die Hörerzahlen angestiegen. Und inzwischen ist es auch so, dass ich Leute damit erreiche, die nicht so viel mit der LGBT-Community zu tun haben, aber auch nicht so viele. Mhm. Also es gibt immer mal wieder welche, die sagen, ey geil, ich kenne das Thema gar nicht und ich habe da gar keine Vorstellung von. Habe ich mir jetzt mal angehört, finde ich cool, aber es reicht noch nicht. Das möchte ich jetzt künftig so ein bisschen machen, dass man auch so eine Sensibilität von LGBT-Themen auch bei der Hetero-Community irgendwie erreicht. Und genau. Aber es geht echt gut ab. Also macht echt Spaß. Und jetzt kommen auch Leute dazu, die auch ein bisschen prominenter sind, die mal Bock haben, mit mir zu sprechen. Und, Sarah Kuttner habe ich gesehen, ne? Voll geil. Voll geil. Da freue ich mich mega drauf. Ja, da kann ich auch wirklich nur, kann ich nur zustimmen. Ja. Großer Fan damals von der Sarah Kuttner Show. Also. Jo, stimmt. Da war ich ja mal Gast. Also Gast als Zuschauer. Natürlich nicht. Achso. Ich habe dafür bezahlt. Ob sie sich wohl noch dran erinnert. In der dritten Reihe. Das Geile war, die hat... Konrad, der Typ, ja klar. Nee, das Geile war, mit dem Haar. Ja, mit den Haaren so hoch. Zeit hatte man noch diese Tellerfrisur, wo man sich die Haare so zur Seite mit Gel weggemacht hat. Egal. Die kann sich mit Sicherheit daran erinnern. Also nein, mit Sicherheit natürlich nicht, aber es war sehr witzig, weil sie hat jeden Einzelnen begrüßt und hat gesagt, hi, ich bin die Sarah. Und dann sollte sich jeder vorstellen. Und ich war mit einem Freund da
Und der Freund wollte richtig cool rüberkommen, weil er hat gesagt, this is my moment, und wollte irgendwie was Lässiges sagen, hatte dann aber im Hirn, glaube ich, zu viele Dinge parallel laufen, und dann hat sie gesagt, hi, also sie sagte, ja, hi, ich bin die Sarah, und ich sage, ja, hi, ich bin der Max, und dann ging sie zu meinem Kollegen rüber und sagte so, hi, ich bin die Sarah, und schüttelte ihm die Hand, und er so, hi, Basti. Nein. Nein. Und es, nein. Nee, oder, nee, er hat gesagt, hi, Basto. Und es war irgendwie so, er hat gesagt, this is my moment. Ja. Und es war, glaube ich, er wollte irgendwie lässig rüberkommen, er wollte seinen Spitznamen sagen, dann hat er irgendwie gesagt so, oh, die Stimme ein bisschen tiefer. Und dieser ganze Mashup hat dann halt zu diesem Brainfart geführt. Und es war wirklich so, und ich drehe mich nur zur Seite und dachte so, ja, das war dein Moment, aber ich weiß nicht, ob das die Intention in deinem Moment war, also ob das der Great Moment oder nur so ein Scheiß-Moment war. Aber und es war dein Moment. Kommst du so als einziger Mensch, kommst du so richtig creepy rüber, obwohl du es eigentlich nur echt ja, gut gemeint hast. Ja, richtig. Und die denkt sich eigentlich so, wahrscheinlich schon so nach hinten so eine Geste hier, auf dem ein bisschen aufpassen, Security, weil ich weiß nicht, ob der durchdreht und auf die Bühne rennt. Ja, das war auf jeden Fall schwer gut. Also wenn du nochmal mit ihr in Kontakt bist, vielleicht frag doch mal entschuldige nach dich doch mal bitte. Basto mit der tiefen Stimme. Vielleicht kann sie sich ja noch erinnern. Basto. Das war schwer gut, das war schwer witzig. Wir mussten da beide sehr drüber lachen und er musste auch sehr drüber lachen. Das war richtig witzig. Oh nein. Aber vielleicht nochmal ganz kurz der Sprung zurück, ja, an den Anfang des Podcasts. Mhm. Also du hast gesagt, du hast dann viele Leute gefragt auch und musstest wirklich Klinken putzen. Waren das denn Leute, die so ein bisschen aus der Community auch kamen oder die jetzt vielleicht mit den LGBT-Themen in erster Linie auch nicht so viel zu tun hatten? Doch, die kamen aus der LGBT-Szene, waren auch so, vielleicht hatten auch eine Reichweite und dann ist es natürlich immer, sind dann die meisten skeptisch, wenn du nicht irgendwie schon mal mit etwas prominenteren Leuten gesprochen hast. Okay, verstehe. Dass die dann sagen, also nee, wenn das trauen wir uns nicht. Dir fehlt in Anführungszeichen ein bisschen die Credibility. Genau. Okay. Das war da der Punkt. Und dann habe ich auch irgendwann gedacht, okay, eigentlich möchte ich gar nicht den Fokus so auf prominente LGBT-Gesichter legen, die auch wichtig sind und auch gut sind, aber ich möchte Geschichten auch erzählen. Ich möchte mit Leuten reden, die beispielsweise eine Konversionstherapie gemacht haben, die vielleicht stark religiös aufgezogen sind und trotzdem gay sind. Das ist so eine ganz, ganz gute Mischung, die ich da irgendwie finde, immer inzwischen. Dass wir starke Themen haben, die auch funktionieren und auch einfach Leute, die funktionieren. Und das ist, glaube ich, da bin ich in einer sehr guten Lage, würde ich mal sagen. Das ist schon nicht so verkehrt. Aber am Anfang habe ich echt gedacht, also keine Sau kennt mich, warum sollten die den Podcast hören? Also muss ich das so ein bisschen über die Reichweite von prominenteren Leuten machen. Und inzwischen inzwischen mache ich mir das so, wie ich da Bock drauf habe. Wenn mich ein Thema interessiert, dann suche ich mir dann über die Community auch jemanden. Das geht super schnell, die sind unglaublich loyal bei mir. Mhm. Die sagen dann sofort, ja, hier, ich kenne jemanden über drei Ecken, kann ich dir den Kontakt geben? Und dann habe ich den. Und dann unterhalte ich mich mit den Leuten. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn man aus der Community heraus sich Leute und Gesprächspartner sucht. Aber dann finde ich, ist es doch schon mal eine gute Überleitung, um jetzt eigentlich in unseren zweiten Teil der Folge einzusteigen. Und das ist ja immer ein bisschen so unser Diskussionspart. Damit sind wir jetzt schon so ein bisschen gestartet. Und ich würde jetzt, also mich interessiert es total an der Stelle, du hattest vorhin gesagt, eigentlich, also du hast viel selber gehört und gelesen und hast aber gesagt, das war aber irgendwie alles nicht das, wonach du gesucht hast. Also war zu dem Zeitpunkt für dich irgendwie deine Reise oder zu dir selbst oder irgendwie, dass du sagst, ich habe mich jetzt geoutet oder was weiß ich, war das alles noch in Progress oder war das alles schon abgeschlossen oder woher kam das, dass man sich so damit jetzt auseinandergesetzt hat? Gute Frage, wirklich gute Frage. Habe ich noch nie gehört, die Frage. Tatsächlich nicht. Ich glaube, in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, ich muss das erzählen. Irgendwie an irgendeinem Punkt habe ich gedacht, ich muss damit jetzt anfangen. Und ich sage das immer in jedem, auch in ein paar Interviews habe ich das schon in der Vergangenheit gesagt, ich nutze das schon als Therapie. Ich rede darüber. Das ist gar kein Witz, weil ich rede die ganze Zeit darüber und inzwischen kann ich das auch
sprechen. Und ich habe am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Podcast, konnte ich das Wort Lesbe gar nicht richtig sagen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass es was mit was ganz Schlechtem verbunden ist. Ich halte das immer noch nicht für ein schönes Wort, aber es ist für mich einfacher, das jetzt so zu kommunizieren. Und es ist 100 Episoden haben 100 Stunden Therapie ersetzt, glaube ich, bei mir, die ich hätte bezahlen müssen bei meiner Krankenkasse. Ich kann mal ganz, meine Krankenkasse kann sich mal echt glücklich schätzen, dass die das nicht zahlen mussten und dass es das alles bei Spotify jetzt ist für die weitere ich finde, Generation. Du solltest es einreichen eventuell noch. Ja, vielleicht kann man da noch was Geld machen, steuerlich. Und und ich war an dem Punkt, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte darüber reden und anderen Mut machen, weil ich glaube ich jetzt ich habe die Möglichkeit jetzt das zu machen und viele andere haben das nicht und und habe dann einfach gesagt, komm, scheißegal, rede einfach mal drüber, erzähl davon und es gibt's noch nicht und so hat sich das dann ergeben, dass man da auch viele Leute so mit erreicht hat, mit der etwas lockeren Herangehensweise. Ja. Und nicht diesem erhobenen Zeigefinger. Du bekommst ja auch, glaube ich, ungemein viel Feedback so aus deiner Community, ja, von den Hörerinnen und Hörern. Wann war denn vielleicht für dich so der erste Zeitpunkt erreicht, wo du dann auch selbst gedacht hast, so, ja krass, also mit dem, was ich mir da vorgenommen habe, da erreiche ich wirklich viele Leute und ich kriege so richtig krasses Feedback, vielleicht mehr noch, als ich selbst im ersten Moment erwartet hätte? Als Busenfreundin die erste Fanpage gekriegt hat, dann habe ich gesagt, wow, okay. Nee, als mir eine Hörerin, ich kann da gar nicht so tief sagen, wie das Gespräch verlief, weil es, glaube ich, sehr verstörend wäre, als mir eine gesagt hat, dass sie wegen des Podcasts wieder Lebensmut gefasst hat, weil sie in der Vergangenheit so verzweifelt war, aufgrund der Tatsache, dass sie so viele Probleme hat mit ihrer Homosexualität, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Ja. Und sie hat durch den Podcast diesen Lebensmut bekommen. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein. Jemand, der mir zuhört, ich rede sehr viel Scheiße, ich rede auch sehr viel Müll, das muss man auch ganz klar sagen. Aber dass jemand dann daraus eine Energie zieht und sagt, mich hat das wirklich an einen anderen Punkt gebracht, um positiver durchs Leben zu gehen, das hat mir extrem viel Mut gemacht, zu sagen, ich höre nicht auf, ich höre damit einfach nicht auf, das gibt mir so viel, dass es Leuten wieder so viel gibt. Also es hört sich sehr, sehr idealistisch an und auch irgendwie sehr romantisch, dass ich da irgendwie das Gefühl habe, jemandem was Gutes zu tun, aber das ist leider der Fall. Also ich mag das, Leute Also was Leuten heißt leider, was, ist total cool. Zurück, total cool, wirklich. Ja, irgendwie, ich mag das total gerne, Leuten Mut zu machen, zu sich zu stehen. Das ist, glaube ich, so das Schönste, was man kriegen kann, dass Leute sagen, wegen dir ist das und das passiert. Das ist geil. Ich finde das total verrückt. Also ich stehe mal in so einem Zwiespalt. Also das, was du tust, scheint ja zu funktionieren und der Bedarf ist riesengroß. Und auf der anderen Seite denke ich mir, meine Herren, es ist irgendwie 2020. Und voll, und total. Dieses, also, weil ich denke auch immer dieses, ja, das ist die LGBT-Community. Ja, also warum muss es dafür eine Community geben? Also es gibt ja auch nicht die Hetero-Community oder so. Und, absolut, weißt du, das ist immer noch so dieses, warum, also auch die Frage so dieses, ja, ich habe mich geoutet. Warum musst du dich outen? Ich bin noch nie rumgegangen und habe meinen Freunden erzählt so, du übrigens, weißt du eigentlich, dass ich mit Frauen schlafe? Und weißt du, so, das ist, wenn man das mal umdreht, wird es völlig absurd. Mhm. Aber scheinbar ist es ja immer noch, ist ja immer noch Riesenbedarf da und es gibt immer noch so viele Ängste und Unsicherheiten, dass ich das irgendwie nicht verstehe. Und wenn jetzt, es kam ja jetzt gerade irgendwie, wann war das, letzte Woche oder vorletzte Woche noch eine Studie raus, wie viele Menschen Angst davor haben, sich in der Öffentlichkeit als homosexuell zu outen. Und was glaubst du, woran das liegt? Und vielleicht auch ein bisschen so aus deiner persönlichen Erfahrung, weil du sagst, das war Therapie, also nehme ich jetzt mal daraus, dass es für dich auch nicht jetzt super einfach war und du gesagt hast, hey Leute, übrigens, ich bin eine Lesbe und alle haben gesagt, yay, super. Wäre schön gewesen, wenn es so gewesen wäre. Aber ich bin voll bei dir. Du hast absolut recht damit. Das geht mir auch so. Ich befinde mich natürlich in so einer Blase. Ne? Ich
kann da ganz offen drüber reden. Ich kriege aber auch sehr viel Feedback von Leuten, die sagen, dass gerade in ländlicheren Gebieten, ich kann das nicht sagen. Meine Eltern, nicht nur aufgrund der geografischen Situation, sondern auch vielleicht aufgrund der religiösen Situation, können sie sich nicht zu dem bekennen, was sie sind. Und das ist noch echt häufig der Fall. Also verwunderlich eigentlich. Ich kriege da viel Feedback. Aber ich bin auch der Meinung, 2020 sollten wir eigentlich gar nicht mehr so viel über Outing sprechen, aber es bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als das immer wieder zu thematisieren, damit diese Leute eben auch die Möglichkeit haben, da positiv aus der Sache rauszugehen, aus ihrem Outing. Ich habe aber trotzdem, sehe ich das so wie du, dass die LGBT-Community sehr, sehr, ich sage jetzt mal, exklusiv ist. Also die sind halt eine eingeschworene Gemeinschaft und aber wollen immer, oder auch ich auch natürlich, Sichtbarkeit. Also sie wollen gesehen werden, wollen als das akzeptiert werden, was sie sind, aber sind auf der anderen Seite sehr, sehr in sich stimmig. Also sind eine Community halt. Mhm. Und das versuche ich jetzt künftig auch so ein bisschen aufzubrechen. Wir müssen halt gucken, dass, wie wir jetzt hier zum Beispiel sitzen, ihr seid heterosexuelle Männer und findet aber trotzdem Zugang zu dem Thema. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass ihr mich gefragt habt, ob wir einen Podcast machen, weil das zeigt ja nur, dass ihr mega offen für das Thema seid. Und das will ich viel öfter mal machen. Ich glaube nicht, dass es viele, also es gibt schon viele Männer, die das ähnlich machen wie ihr, aber da ist einfach kein Bedarf, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn man das irgendwie cool und witzig gestaltet, dann ja, dann hat man das irgendwie auch mal untergebracht in so einem Kontext. Und das finde ich schon ganz geil. Was war eigentlich der Grund für euch, mich einzuladen, um das mal Reichweite, nur deine Reichweite. Ist doch scheißegal, okay, worüber du redest. Ja, Titten halt. Klicks, ja, ne? Wir warten die ganze Zeit, dass jetzt irgendwann mal Bilder von Busen kommen. Also, oder haben wir den Podcast falsch verstanden? Schick ich euch. Ja. Ach, danke. Titpics. Da hat sich der ganze Aufwand doch gelohnt. Ich wollte noch eine Anschlussfrage stellen, weil für mich ist das, und ich stelle jetzt mal einfach eine steile These in den Raum, weil also dein Weg, den du gehst, und zu sagen, ich will mich eigentlich mit dem Thema aus der Community heraus bewegen, würde ich ja sagen, weil wer ist diesem Thema kritisch gegenüber und bei wem kann ich mich nicht äußern? Also sag ich mal, und da kommen wir vielleicht wieder zu dem Problem des alten weißen Mannes. Die sind ja diejenigen, die die Welt nicht so akzeptieren, wie sie dann ist, dass es also Schwule, Lesben, whatever gibt. Und ich glaube, dass du kannst ja, und dass diese Community, also dass du als LGBT-Community versuchst, diese stiefgetretenen, ich sage jetzt mal wahrscheinlich primär, ich stelle es jetzt einfach mal im Raum, primär Männer, heterosexuelle Männer, die damit nicht zurechtkommen, überzeugen willst, halte ich für extrem schwierig, weil warum sollte ich mich von jemandem überzeugen lassen, den ich von vornherein sowieso schon mal verurteilt habe und irgendwie nicht ernst nehme? Und das ist, geht, und deswegen finde ich den Schritt von dir genau richtig, weil das ist für mich eine sehr ähnliche Debatte, und wie gesagt, vielleicht lehne ich mich da sehr weit mit aus dem Fenster. Das ist das, was Joko und Klaas da mit der Thematik gemacht haben. Das war krass. Weil ich fand es extrem positiv, dass sie es gemacht haben, aber ich habe sofort gesehen, die Reaktionen, die darauf gefolgt sind, ja, aber die haben das gemacht und da gab es schon mal das. Und das hat, und mehr oder weniger haben, und wie du das auch beschrieben hast, es haben die Leute Angst davor, sich zu dem Thema zu äußern, weil wir hatten das im Vorgespräch auch zu sagen, naja, es kann natürlich sein, dass dieses Interview ein komplettes Minenfeld für uns wird. Weil egal, was wir sagen können, du kannst ja nur verlieren. Und ich glaube, solange das immer noch so das allgemeine Gefühl ist, kann diese Diskussion vielleicht nicht die nächste Ebene erreichen. Und ich glaube, deswegen braucht man auf allen Ebenen, muss man gerade Leute involvieren, die aus der Community kommen, und das sind jetzt, ne, die vielleicht dann ihre eigene Community überzeugen können. Und ja, absolut. Und ich finde auch, also, es gibt so Strukturen innerhalb der LGBT-Community, die sehr lange sehr eingefahren sind. Es sind so, man muss das halt so ein bisschen frischer gestalten, das Gay-Thema, dass man auch was Positives damit irgendwie verbindet. Und es ist ja nicht nur, sind ja nicht nur diese, in Anführungszeichen, alten weißen Männer, sondern auch, ich finde zum Beispiel, dass in Frauenzeitschriften, die es gibt, super wenig lesbische Frauen vorkommen, weil man irgendwie, weiß ich nicht, die haben das nicht auf dem Schirm, dass es die ja auch gibt, die auch gerne Frauenmagazine lesen. Das ist mir zum Beispiel total aufgefallen letztens, als ich
mal so andere Magazine mir angeschaut habe, um mal zu gucken, wie machen die das denn? Du als treue Friseurin hast gemerkt, so Mensch. Ja. Richtig, Brigitte-Diät liebe ich. Aber wo findet denn Gay-Sein in der Brigitte statt? Also ich habe da jetzt noch nicht groß irgendwas gesehen oder auch in dieser Zeitschrift. Wenn irgendwie mal kurz was über Cara Delevingne geschrieben wird oder so. Ne? Genau. Ja, oder so. Über Anne Will, ne? Ja, stimmt. Ja. Zu Recht auch. Ich finde Anne Will ganz toll. Ich müsste aber, glaube ich, trotzdem nochmal irgendwie ein Staatsexamen dranhängen, wenn ich die im Podcast mal hätte, glaube ich. Also da würde ich mich nicht ohne dran trauen. Ja, und das finde ich halt so, dass da muss man auch mal irgendwie rankommen an diese Bereiche. Aber glaubst du grundsätzlich, dass es, dass Homosexualität für Frauen einfacher ist als für Männer? Oh, das ist. ja. Ich würde sagen, da müssen wir, glaube ich, von so einer Wahrnehmung, von der äußeren Wahrnehmung kommen. Also die Männer werden mehr akzeptiert in der Öffentlichkeit, finde ich persönlich, medial jetzt gesehen. Mehr akzeptiert? Wenn wir jetzt Prince Charming angucken, das ist ja dieses TV Now, diese Vox-Serie, ging total durch die Decke, hat einen Grimme-Preis bekommen, zu Recht auch, finde ich super. Das kannst du mit Frauen nicht machen. Das geht mit Frauen, glaube ich, nicht, weil diese Sendung gucken halt Frauen, die heterosexuell sind, weil sie die Männer so toll finden. Das hat mir eine Kolumnistin, eine Autorin letztens gesagt, fand ich super spannend. Sie hat da komplett mit Recht. Heterosexuelle Frauen würden, glaube ich, nicht den Anreiz haben zu sagen, ich gucke mir jetzt lesbische Frauen an. Nee, das gucken dann eher wieder Typen, weil die irgendwelche Pornofantasien haben. Das oder wenn die halt nicht so aussehen, wie sie in ihrer Fantasie aussehen würden, selbst die das noch nicht mal gucken. Das heißt, wir kämen bei null raus. Mhm. Und das ist halt so, da denke ich mir, das macht das Gay-Sein für Frauen, glaube ich, nicht einfacher. Da sind die Männer, glaube ich, dann, da haben die mehr Glück, was das angeht. Ja, aber auch ja nur wahrscheinlich dann auch wieder bestimmte Stereotypen von homosexuellen Männern, ne? Mhm. Also so, wenn, das ist ja auch schon ein bisschen so Stereotypisierung, wenn das Frauen gucken, weil, so weißt du, dieses Ding so, das gucke ich, weil ich mir wünschen würde, das wäre mein bester Freund. Weißt ja, du, voll. So, absolut. Weißt du, das ist ja dann auch eigentlich schon wieder relativ stereotypisieren und hilft ja vielleicht dann der Community überhaupt nicht, ne? Ja, also da sind natürlich Stereotypen bei, was ich aber auch ganz nett fand. Also man kann ja nicht gucken, dass du diese Leute, die Klischees erfüllen, nicht mit einbringst, weil sie da einfach, die sind ja faktisch einfach da. Ja, klar. Und machte das natürlich auch ein bisschen abwechslungsreicher, aber es stimmt, da könnte so eine Auffassung auf jeden Fall entstehen. So ein bisschen richtig. Nach dem Motto, ich weiß nicht mehr, welcher Comedian es gesagt hat, aber hat gesagt, als Pole Dancing als Sportart für Frauen erfunden wurde, war die Emanzipation abgeschafft. weißt du, so ein bisschen dieses so, oh, das ist gut. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie auf der einen Seite irgendwas möchte und dann auf der, also weißt du, so wenn ich sage, hey, ich will jetzt irgendwie ernst genommen werden und wir wollen das Thema aufs nächste Level bringen und dann mache ich halt jetzt irgendwie so, ich weiß nicht, ob das die Sendung war oder weißt du, und macht dann halt so irgendwie so Over-the-Top-Sendungen, irgendwie auch dieses, wie hieß das nochmal, mit Heidi Klum, dieses Drag-Queen-Ding und so. Ja. Wo ich dann, also ja, das mag ja alles sein und das ist ja auch vielleicht irgendwie so der Lifestyle, der damit einhergeht, wenn ich irgendwie sage, ey, Drag-Queen hat auch diesen, ja, da ist das Wort Queen drin, also muss irgendwie ein bisschen pompös sein. Aber die Frage ist ja, welche Signale sende ich damit und wen erreiche ich damit und setze ich mich dann mal wirklich ernsthaft damit auseinander, ne? Oder sage ich halt, mache ich halt einen Podcast wie du, der sagt, ey, ich versuche mich mal wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie ich das halt als Mensch machen würde. Und vielleicht hat das dann mehr Effekt und hilft halt mehr und ist zugänglicher, als wenn ich irgendwie da so ein bisschen so, ich mache da ein bisschen Zirkus raus, mache. Ja, das war ja auch sehr kontrovers, war ja wurde das diskutiert innerhalb der Gay-Community, dieses Format. Mhm. Da hieß es ja, was hat Heidi Klum damit zu tun? Die ist ja ganz weit weg von der Sache. Ich bin irgendwie, also ich finde schon, ich meine, damit hat sie natürlich, sie hat ihren Kopf dafür hingegeben für dieses Format und damit auch natürlich Aufmerksamkeit generiert. Sie hat Sichtbarkeit damit durchgeschaffen für Drag Queens. Ich fand das eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt Heidi Klum so sehr irgendwie da runtergeputzt haben. War das auch so der Tenor in der Community? Also dann am Ende doch mehr Zustimmung und Zuspruch dafür als irgendwie Gegenstimmen? Ja, doch. Also es gab am Ende des Tages natürlich deutlich mehr Zuspruch, aber auch es gibt ja immer irgendwie Leute, die sich nicht repräsentiert fühlen oder das doof finden. Aber ich habe mich echt gewundert, dass am Anfang wirklich viele
viel Kritik auf sie einprasselte. Und ich dachte, ja, aber seid doch einfach froh, dass es jetzt erstmal thematisiert wird. Es geht doch gar nicht darum, wie, sondern das. Und das ist ein guter Einstieg und alles andere kann ja noch kommen. Also was jetzt auch immer wieder thematisiert wird, ist, wieso müssen wir eigentlich so auf die 12 LGBT-Themen im Fernsehen zeigen? Warum können wir das nicht einfach nur nebenbei laufen lassen? Das ist gar nicht großartig thematisiert wird, finde ich auch sehr gut und bildet die Realität ab, aber ich glaube trotzdem, dass man, dass es viele Leute gibt, die das noch nicht so ganz verstehen. Also ich glaube, da muss man schon immer noch so ein bisschen so eine Starthilfe geben. Aber Ziel ist, dass man einfach einen Charakter hat, der gay ist und wir fragen nicht nach. Es ist dann einfach so. Das finde ich schon auch, das ist das, ja, das sollte das Ziel sein, definitiv. Yes. Mit Blick auf die Uhr, mich würde noch ein anderes großes Themenfeld bei dir interessieren. Und zwar, du hast uns ja auch gefragt, ne, wie sind wir ein bisschen darauf gekommen, dich einzuladen? Ja, und klar, genau, einerseits natürlich Thema Klicks und Reichweite. Nein, aber ja, was uns natürlich viel mehr dazu gebracht hat, ist die Tatsache, dass du natürlich das ganze Thema kleidest irgendwie in ein sehr, sehr witziges Gewand. Also ja, du machst das ja zum Teil ja auch komödiantisch so ein bisschen Comedy oder beziehungsweise Comedy ist ja immer also behaftet, aber Humor ist dein Thema und im Grunde ja auch dein Beruf, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Vielleicht kannst du uns ja da nochmal also ein bisschen mehr Einblicke geben. Also du schreibst ja für andere und für ja humoristische Formate. Wie bist du so ein bisschen dahin gekommen und ja genau, also was war so dein Weg? Also das finde ich auch super spannend. Also ich habe immer schon, es ist mir auch nochmal bewusst geworden in den letzten Jahren, immer als Kind auch schon die Wochenshow und so geguckt. Ich habe teilweise morgens... Brisco Schneider. Großartig. Haben wir auch kürzlich darüber gesprochen. Ja, sicher. Großartig. Oder? Wie hieß nochmal das Format von dem? Sex TV. Ja, klar, oder sowas, Brisco, ne? Brisco Schneider. Toll. Ich bin großer Hallo, Fan von Anke Engelke Liebenden. Gewesen. Oh, hallo, liebe Liebenden, ist toll. Ja, sicher. Und damals habe ich das schon nicht kritisiert. Und natürlich Anke Engelke als Ricky. Oh, pop, so fair. Ja, toll, ja, toll. Ja, Liebe es. Ja, das habe ich mir angeguckt, habe ich es gesuchtet. Da gab es das Wort noch gar nicht. Habe mir Müsli morgens gemacht als Kind, habe mich von Fernseher gesehen, meine Eltern waren noch am Schlafen, habe das geguckt. Smacks oder Frosties, glaube ich. Jetzt die Frage. Smacks. Ja. Smacks. Und irgendwann auch mal kurzzeitig hier diese widerlichen, kennt ihr diese widerlichen farbigen Ringe mit dem Vogel da drauf? Fruit Loops. Wow. Ja. Boah, Fruit Loops ging gar nicht. Es war einfach nur bunter Zucker, den man da geklebt hat. Es gibt aber auch andere leckere Müslis von Seitenbacher und Mai Müsli. Seidenbacher. Ja, da hab ich so meine Liebe zu Comedy und ich habe es auch immer schon geliebt, irgendwie meinen Eltern irgendwas vorzuspielen, dass die gelacht. Mir war immer total wichtig, dass Leute lachen und Spaß haben, immer schon als Kind. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich mal was Lustiges, studiere ich mal Politik. Habe mich selber darüber totgelacht, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe meinen Eltern dann Gefallen getan. Ich wollte denen einfach da gefallen, weil sie gesagt haben, bitte mach doch zumindest irgendwas jetzt, damit du weich fällst, wenn du irgendwann deiner Leidenschaft nachgehst. Mhm. Und dann habe ich aber während des Studiums angefangen, Comedy zu machen in Würzburg. Mhm. Knaller, ich sag's euch. War da auf so offenen Bühnen und habe gemerkt, dass du hast ja in Würzburg studiert hier, oder wie kamst du nach Würzburg? Ja, genau, ah, ja, okay. Genau. Da habe ich studiert, dann habe ich gemerkt, ah, das funktioniert ja hier gar nicht und habe weitergemacht und habe mit dieser Comedy und es. Aber heißt wirklich, summa summarum, du hast dich auf eine Bühne gestellt und zuallererst war das Feedback, geht so oder? Schlecht. Ja? Schlecht, also, es war furchtbar, es war Feedback grottig. Feedback von auch deinen Freunden oder einfach im Sinne von, gab wenig Applaus oder wenig Leute sind gekommen oder wie war das? Meine Freunde haben einfach gedacht, oh, zum Glück ist die weg von der Straße, die mit ihren schlechten Witzen. darum waren die ganz froh. Und das Publikum hat auch gesagt, was soll das? Also ich glaube, ich bin nicht für die Bühne mit Stand-up geeignet. Das ging einfach nicht. Das wurde mir auch schon mal gesagt. das ist gut. Aber das hält viele bei DSDS nicht davon ab, trotzdem dahin zu gehen und zu singen. Also dieses Feedback. Mich auch nicht im Übrigen. Ja, richtig. Und dann habe ich meinen Text, den ich dann damals geschrieben habe und auf der Bühne präsentiert habe, irgendwie weitergeschrieben und habe aber irgendwann für mich gedacht, nee,
ich kann Pointen auf der Bühne nicht. Ich kann vielleicht irgendwie witzig erzählen, aber ich kann nicht mit einem Text auf die Bühne. Ich bin zu aufgeregt. Mhm. Und habe dann Leute kennengelernt, für die ich dann geschrieben habe und habe das so nicht losgelassen, das ganze Thema. Und bin dann, habe dann weiter studiert in Darmstadt, habe dann meine damalige Freundin kennengelernt, die auch in der Comedy-Szene unterwegs war und habe mit der was geschrieben. Und dann lernt man ja immer Leute kennen und wird dann weiter empfohlen, bla bla bla. Mhm. Bis ich dann selber gesagt habe, irgendwann, ich glaube, ich mache einen Podcast. So ging das dann. Ich habe sehr, sehr viel hinter der Bühne gemacht, und habe auch mit verschiedenen Leuten gearbeitet für Bühnenprogramme, aber hatte natürlich dann auch immer, man hat ja diese Funny Bones irgendwie, und habe gesagt, ich möchte das mal ausprobieren wieder, aber eben nur im Audiobereich, und dann hat das so funktioniert. Und das ist auch so, glaube ich, irgendwann braucht man mal, muss man gucken, ob das so sein, ob man sich da wohlfühlt in dieser Nische, wo man ist. Also ich habe mich mit Stand-up und Bühne nicht wohl gefühlt. Aber mit Podcast und Bühne fühle ich mich wohl. Wollte ich nämlich gerade so sagen, weil mittlerweile bist du ja wieder voll auf der Bühne angekommen. Also voll. Ja. Wenn ich das da richtig verfolgt habe, dann hattest du ja vor der ganzen Corona-Zeit viele, viele Auftritte, die auch schon ja weit im Voraus ausverkauft waren. Also sehr cool. Total. Also wie ging das dann irgendwann wieder los, als dann wahrscheinlich der Podcast gewachsen ist? Wie bei vielen hast du dann auch gesagt, so ja, so auf die Bühne, total. Why not, ne? Genau, dann hat meine Agentin hat damals gesagt, ja, probier doch mal aus, das live zu machen. Ich so, nee, da verkacke ich doch wieder. Ich bin sehr geprägt mit Selbstzweifeln. Ich muss immer alles, wenn ich was mache, immer sehr perfekt machen. Die so, komm, jetzt probier es mal aus, mach mal ganz klein, 70 Leute. Das war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Dann habe ich gesagt, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich da mache. Und dann hieß es, du machst genau das, was du im Podcast machst, nämlich nix. Und zwar keine Struktur. Überleg dir nichts. Das wird nach hinten losgehen. Und dann habe ich mich da einfach nur hingesetzt und mit Leuten geredet. Und das hat funktioniert. Und so wird das auch. Und dann haben wir eine Tour geplant mit meiner Agentur. Und die waren auch, die meisten Termine sind ausverkauft. Und ich werde wirklich nicht viel was, also ich werde nicht viel anders machen. Ich werde einfach ein Gespräch führen. Und das ist das, was die Leute auch, glaube ich, sehr schätzen, dass es eher spontan ist. Und und ich glaube, da findet sich immer, was hier mit euch jetzt zum Beispiel auch, das ist einfach, wir haben ja nichts geskriptet, nichts, also außer eure Screenshots, das funktioniert. Wenn, ja, klar. Ganz normaler Montag bei euch. Da hatten wir auch nochmal die gleiche Kreativagentur, die auch sonst die Brillen beim Lidl verkauft. Und da haben wir mal gesagt, Leute, jetzt denkt mal outside the box. Ja, hier soll richtig was entstehen. Ja, wir wollen auch Schaut mal auf eine mal. Bühne. Wir wollen auch mal groß werden. Wir wollen auch mal irgendwie unsere eigene Fan-Community haben und sowas, ne? Aber das würde doch bei euch super funktionieren, Bühne. Also man gibt euch doch nur ein Stichwort und ihr könnt doch da stundenlang drüber lustig erzählen. Also das will ich schon mal probieren an eurer Stelle. Ja, wir haben es auch schon ein, zwei Mal so im ganz Kleinen gemacht. Vielleicht, und? Ja, war witzig. Also zumindest fanden wir beide. Und das waren auch die einzigen, die es witzig fanden. Ja, nein, aber. Ja. Ja. Da gab es dann auch das Feedback. Wanted. Genau, da war dann auch die Frage, und wie war das Feedback? Und wir hörten auch nur so aus den hinteren Reihen. Schlecht. Ja, oder nur so eine Oma, die so klatscht im Hintergrund. Ja. Ja. Wo war Gewitter? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Genau. Wo war Gewitter? Ja. Aber was ist denn für dich eigentlich Humor? Also was ist für dich witzig? Der Maxi haut dir heute die großen Fragen raus. Ja, also sehr geil. Ich liebe ja so diepe Fragen. Ich liebe so diepe Fragen. Das sind halt nicht dieses, es gibt ja immer so Standardfragen, ne? Aber wo fällt mir jetzt keiner ein. Jahren? Das ist natürlich, wo siehst du, aber als welches Tier siehst du dich in 5 Jahren? Das ist ja immer so. Heute eher Perlhuhn, dann eher Sloth. Wal. Ja, Wal. Ja. Genau. Die. Die Weiterentwicklung von Bisasam. Ja, oder Bisaflor direkt dann auch, ne? Ja. Nee, du, also was ist für dich denn so Humor und was findest du witzig? Ich finde witzig, wenn man Alltagssituationen beobachtet, messerscharfe Beobachtung, wie ich in sehr einigen Comedy-Programmen immer lese. Das ist aber das, was ich letzten Endes total gut finde, wenn man sich anguckt, wie tickt denn so eine Community oder wie ticken die Menschen irgendwie in bestimmten Situationen? Wie sind die während Corona oder wie auch immer? Wenn man sich
Leute angucke. Ich liebe es ja, Menschen im Café zu beobachten. Das kann ich stundenlang machen. Ich spiele auch manchmal das Spiel mit Freunden, was hat dieser Mensch, der jetzt an mir vorbeiläuft, im Kühlschrank? So ganz krank eigentlich. Aber ich liebe das, wenn Leute, und das könnt ihr auch einen anderen Menschen. Creep. Ja. Oh, der war gut. Den muss ich mir mal aufschreiben. Ja. Das, was wir eben gemacht haben mit der Kasse bei Rewe, mit den Brillen. Sowas ist super. Das mache ich total gerne, weil das voraussetzt, dass du deine Umwelt wahrnimmst. Und das ist für mich Humor, wenn man die dann so ein bisschen satirisch oder überspitzt wieder weitergibt oder in Gag-Form bringt, diese Situation, finde ich witzig, weil man sich auch ertappt fühlt. Zum Beispiel letztens ist mir aufgefallen, dass ganz viele Leute während der Corona-Zeit mit Longboards und Skates am Rhein entlang gefahren sind und immer Bananenbrot machen. Was ist das für eine Sache? Ich weiß es auch nicht. Also das hat so seine Kreise gezogen. Ne? Ja, Banana Bread genau. Is back. Und Puzzle. Ja, aber da weiß man Puzzle great again. Da weiß man aber, wo es herkommt. Ja, das hat Stefan Effenberg groß gemacht. Ja, das nein. Ich hab mir sagen lassen von meinen Influencer-Freunden, wie heißt sie? Kamushka. Sie hat das Puzzle-Game an den Start gebracht und dann haben es alle nachgemacht. Ist das die mit dem Filter? Das ist die mit dem Filter. Und die ist jetzt schwanger. Ah. Ja. Super auch sweet. Noch. Ja, schöne Grüße auch noch. Wow. Da. Auch das noch. Ja. Puzzle also, und schwanger. Durch Puzzle wahrscheinlich. Welchen Humor ich ja richtig, hat zwar keiner gefragt, aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil das ist so diese Alltagsbeobachtung und ich und Bjarne Mädel hatte diesen super geilen Insta-Post und den fand ich sowas von ultra witzig, weil ich finde, das geht genau in diese Richtung. Aber das war einfach dieses, also wenn immer alle nur meckern, können wir sowas wie Corona eben nicht mehr machen. Geil. Und ich finde, das ist so eine Alltagsbeobachtung, wieder so dieses, und ich finde das absolut. So witzig, weil es so trocken ist und einfach unfassbar witzig. Alltagsbeobachtung ist natürlich klasse. Machst du auch sowas wie, du läufst durch die Stadt und du läufst an Leuten vorbei und du hörst nur noch so einen Halbsatz und der klingt dann echt so, über was haben die wohl gesprochen und versuchst dir dann die ganze Story rauszubasteln? Ja, total. Das geht einher mit Autokennzeichenraten. Das sind kranke Dinge im Kopf. Ja, absolut. Ich finde das total spannend. Ich höre auch manchmal und das, oh Gott, dass ich das jetzt preisgebe. Ich höre, wenn ich in Café sitze, manchmal nehme ich mir auch so ein bisschen Zeit und gehe auch mal alleine in den Café drauf. Nee, gehe ich gerne alleine in Cafés und höre dann Leuten so mein zu. Diktiergerät auf dem Tisch liegen. Ja. Und rückst immer näher so an den Nebentisch ran. Richtig. Und sitzt dann eigentlich, bin dann Teil davon irgendwann. Und sie so, was... Du solltest ruhig mal mit der Hildegard darüber sprechen, dass das ein Problem ist. Und so, Entschuldigung, wer bist du eigentlich? Was machen Sie denn hier? Was machen Sie denn hier plötzlich? Was ist das denn jetzt hier? Ja. Schwer gut. Sehr geil. Was ist für euch Humor? Also worüber könnt ihr lachen? Darum Loriot auch hier, Stichwort. Das ist großartig, liebe ich. Über alles. Loriot ist auch so ein Alltagshumor. Sorry, ich wollte teilst fragen, du übrigens, was ihr... Die Meinung teilst du mit Tommy Schmidt? Ich glaube, die Meinung teilt man prinzipiell, glaube ich, mit sehr Loriot vielen, extrem oder? Witzig. Und ja, Loriot, ich weiß, bei Loriot ist es so ein bisschen genau Alltag, aber auch das Kuriose des Alltags irgendwie. Wirklich so ein bisschen das Ding, so ein bisschen auch so Richtung Stranger Than Fiction zum Teil. Mhm. Aber ich finde auch, so da ist man schnell so bei Jerks oder so. Liebe ich. Finde ich ganz also toll. So Humor, der vielleicht auch so der Humor des wehtut. Nicht-Gesagten, wehtut. So die Pausen, wo es einfach wehtut, wo einfach man denkt so, ja, man muss jetzt was sagen, aber nee. Ja. So, das ist für mich auch eine sehr, sehr schöne Ausprägung von Humor. Ja, die Frage ist halt immer, Humor fühlt man sich, also es gibt ja so zwei Ausprägungen von Humor, dass man einmal sagt, ich fühle mich damit, also ich kann mich damit identifizieren gerade, ich bin auch so, oder wow, es ist so creepy, dass ich das so witzig finde, weil es ganz weit weg ist von mir. Ja. Und beide Seiten finde ich ganz toll, aber bei Jerks musste ich auch sehr lachen, auch bei Stromberg auch, da habe ich, hab ich alle DVDs gehabt, weil das einfach so, das ist immer so, man weiß nicht, Fremdschämen oder Lachen, weiß ich nicht gerade. Und witzigerweise, also da würde ich jetzt sagen, ja, kann ich total nachvollziehen, aber das bringt mich so medium zum Lachen. Also ich bin tatsächlich, ich liebe Stand-up und ich gucke halt irgendwie so relativ viel, so dieses ganze Netflix-Zeug, was da läuft. Und mein absoluter Lieblingscomedian ist Dave Chappelle einfach. Gut.
Ja. Nach Olli Pocher, genau, nach Olli Pocher und Matze Knob ist das natürlich. Und Mario Barth. Genau, ja. Ich liebe sein Programm Mann, Frau, Frau, Mann. Ich wollte gerade sagen, was hat er für die Community getan? Ja, genau. Hat er eigentlich eine große Fanbase eigentlich in der LGBT-Community? Oder ich muss ja auch noch sagen, was ich gelernt habe, du grenzt ja auch aus, ne? Liebe Ricarda. Ich? Ja, klar, du hast ich gesagt, grenze aus. Du ja, bist natürlich. Ein LGBT-Podcast und ich habe aber jetzt gelesen, es ist nicht LGBT, sondern es ist LGBTQIA+. Ja, ich bin einfach sehr, sehr intolerant, was das, diese letzten Buchstaben angeht. Die lasse ich aus, weil ich habe einfach einen großen Hass entwickelt. Nee, es ist tatsächlich. Nein, es ist ja einfach wie mit deiner Aufzählung am Anfang. Man muss es auch irgendwo mal verknappen, weil sonst wird es auch zu lang. Ja, ich würde es gerne eindampfen. Ich würde da einfach gerne einen Podcast draus machen, wenn es ginge. aber das ist wirklich so eine Sache. Da mache ich mich auch immer drüber lustig. Diese Buchstaben, dieser Buchstabensalat, das ist wie so ein Buchungscode der Deutschen Bahn. Irgendwie man denkt, was zum Teufel. Oder auch so ein HDGDL. Kennt ihr das noch? Ja, so klar. HDGDL. Ja, hallo, das HDGDL-Podcast. Ja, auch bei dem HDGDL, irgendwann sind weitere Buchstaben dazugekommen. Und selbst wenn man im HDGDL-Game drin war, irgendwann wusste man einfach nicht mehr, wofür soll das jetzt stehen. Also ich sage nur Roffelkopter oder Atomroffel. Ja, oh mein Gott. Ja, aber oh mein Gott. Apropos Atomroffel. Max, wenn du nicht noch eine triftige Frage hast an dieser Stelle, würde ich nämlich so vorschlagen, wir biegen Fragen. Mal so ein bisschen auf die Zielgerade ein und bewegen uns Richtung drittes und letztes Sendungsdrittel. Dritte und letzte Hälfte. Genau. Nein, aber wir haben noch eine kleine Kategorie vorbereitet. Eigentlich, Max hatte die Idee, aber das ist ja oft bei uns so, erstmal ist die Idee da. Erstmal steht die Überschrift. Und dann, wenn das Ganze mit Inhalt zu füllen ist, dann wird das sehr, sehr kurzfristig vorher gemacht. Deswegen, die Idee ist, wir bringen uns gegenseitig zum Lachen, egal wie. Mhm. So, und du bist witzig, wir wiederum versuchen es immer. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie weit wir damit kommen. Habe ich das so richtig wiedergegeben, Max? Das hast du so richtig wiedergegeben. Also es ist alles erlaubt, es ist alles erlaubt. Und ich würde sagen, wir spielen gegeneinander, Sudden Death, jeder gegen jeden. Und wie gesagt, jeder darf machen, was er möchte, ne? Aber du ganz wichtig, du musst jetzt wirklich nicht aus Verlegenheit lachen. Schweigen ist vollkommen okay an der Stelle. Das zeigt uns auch nochmal die Grenzen auf, daran wachsen wir nur. Ja. Soll ich anfangen? Gerne. Du kannst gerne anfangen. Ja. Ja, ich habe eben noch lange drüber nachgedacht, was mich beim letzten Mal zum Lachen gebracht hat. Das ist tatsächlich, wenn du niest und gleichzeitig pupst, macht dein Körper einen Screenshot. Macht dein Körper einen Screenshot. Also das finde ich ziemlich geil. Ja, das ist. Ja, Ihr hättet auch schweigen dürfen. Ist ein schönes Bild. Nee, das kam einfach so raus. Es kam so aus mir raus. Es kam so raus und ich hab's gefühlt, als ich das gehört habe. Dann mache ich direkt weiter und frag direkt mal, nennt man sowas dann einen Schnurz? Ein Mutterschurz eigentlich. Ja, das ist. Man sagt ja Mutterschutz, aber es ist einfach ein Mutterschurz. Okay, es ist. Gut, dass du über deine eigenen Witze lachst. Ja! Hör mal, die eigenen Witze sind immer die besten. Ist das so? Es ist doch so. Ja, ist okay. Eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, hast du es manchmal auch, dass du dann so. Über irgendwas nachdenkst und so im tonleeren Raum stehst und dann so anfängst so und alle fragen sich so, was ist mit dir los oder so, hab gerade an was Witziges gedacht. Auf jeden gedacht. Fall, und dann so, auf cool. jeden Fall. Ja. Oh Gott. Ja, wenn kein anderer lacht, dann übernehme ich das. Ja. So, ja, ihr seid spontan und so, ich natürlich überhaupt nicht, deswegen ich versuch's jetzt mal mit einem klassischen Chuck Norris Witz, ja? Hört gut zu. Chuck Norris hat alle Pokémon Go, das ist fang nochmal an, erklär's war, uns kurz. Genau, das war ja schon das Thema. Ich hab's geschafft, kann man sagen. Also nee, also der Witz ging beim anders. Ablesen also, eines Witzes noch die Pointe versorgt. Nein. Ich bin ein klassischer Mann für die Bühne. Timing, meine Stärke. So, also Chuck Norris hat in Pokémon Go alle Pokémon gefangen. Über seinen Festnetzanschluss.
Ja. Okay. Na komm, Applaus. Ja. Applaus. Das war schon eher aus der Kategorie. Mit Vodafone und E+. Ja, genau. Mit Call, ja. Ja. Hashtag bleib gesund. Ja. So, liebe Ricarda, du bist wieder dran. Ja, komm, wir machen noch eine Runde. Ich möchte nicht schon wieder in so eine unangenehme Situation kommen. Ah, okay, das, jetzt muss ich kurz nachdenken. Was ist der letzte? Ich überlege gerade, ob ich noch einen Mutterwitz kenne. Treffen sich ein Deutscher, ein Franzose und Fritzchen. Fritzchenwitz. Underrated eigentlich. So ja, wirklich. Zuletzt. Also ich habe lange keinen mehr erzählt bekommen. Ich gebe einem von euch den Vortritt. Ich okay, muss doch okay. kurz nachdenken. Dann mache ich jetzt einfach. Ja, aber alle zuhören. Mein Schwanz war mal im Buch der Rekorde. Danach wurde ich aus der Bibliothek geworfen. Im Buch der Rekorde. Oh mein Gott, oh, nicht schlecht. Buch der Rekorde. Ja, Guinness-Buch. Ich wollte nicht, weißt du, Werbung. Also. Achso, meinst wegen Timing hast du jetzt nicht gesagt, im Guinness-Buch of Records, ja. World Records. Aber auch das ist so ein Witz, den lese ich dann. Der Witz an sich ist eigentlich scheiße, aber ich stelle mir das wirklich vor, wie einer in der Bibliothek ist und seinen Schwanz in so ein Buch hält. Und dann finde ich es halt ultra witzig. Das ist so mein Humor. Ja, ich will so eine klassische Bibliotheksszene. Und alle so ruhig? Ja, genau. Ja, und vor allem auch, wenn man so nochmal drüber nachdenkt, wie generell so Bibliothekare drauf sind. Das ist auch so die Population, wo man sagen würde, die verstehen den Gag, oder? Ja. Ja. Übrigens, da hätte ich auch nochmal, während ihr so nachdenkt, nochmal die Frage, du darfst dich ja als Podcast Busenfreunde nennen. Würde es auch funktionieren, wenn wir uns beide jetzt irgendwie Pimmelbuddies nennen? Habe ich auch drüber nachgedacht, also im Speziellen bei euch jetzt auch. ja, eigentlich müsste es gehen. Ich meine, Pimmel ist jetzt nicht, ist jetzt kein Schimpfwort. Busen, ja, wohl ist Pimmel im Duden? Ja, aber dann als umgangssprachlich. Busen im Duden, das klingt auch gut. Ne? Das könnte auch ein Buch Busen sein. Busen im Duden, Busen ist ja ursprünglich stammt ja von Goethe. Das ist ja irgendwie so ein geografisches Ding, irgendwie so ein am Busen am der Natur. Ja, oder mehr Busen. Ja, genau. Der Bottnische Meerbusen. Das war irgendwie in der fünften Klasse. Ja, es war in der fünften Klasse immer ein Lacher. So. Meerbusen. Ja. Er hat Busen gesagt. Ja. Ja. So. So wie, wir müssen eine Entscheidung treffen. Er hat Scheide gesagt. Ja, so. Der Entscheidungspodcast könnte ein Trans-Podcast sein. Der Entscheidungspodcast irgendwie auch, ne? Ja. Fällt mir gerade ein. Ja, sehr gut. Ich bin aus dem Töpferkurs geflogen, ich habe mich im Ton vergriffen. War das der Witz? So, ja. Ah, den habe ich euch jetzt tatsächlich. Ja, doch, da hast du uns einen Lacher entlockt. Also, das kann man sagen. Ja, so. Ja. Das war, den habe ich aber abgelesen gerade, muss ich dazu sagen. Das mir war ja, du hast ihn trotzdem, muss man sagen, so schon so spontan, nonchalant gedroppt. Ja. Ich bin heute aus dem Töpferkurs geflogen. Ja, kennt ihr das noch wirklich so zu Grundschulzeiten, wo man so anfängt zu lesen? Ja. Das hört sich einfach so. Was steht auf dem Trabst? Ja. Ja. Genau. Und dann mit dem Finger so nachzeichnen. Ja, ne? So, genau. Dass man sich so, ja. Ich hatte mal einen Nachhilfeschüler, tatsächlich, der war so ein bisschen trantütig. Also aus dem ist richtig was Cooles geworden, aber der war zu der Zeit echt trantütig. Und dann hat er tatsächlich, er hatte das Talent, während er gelesen hat, so langsam zu lesen, dass er vergessen hat, wo er war. Und dann auf einmal irgendwas anderes macht und ich so, das habe ich aber noch heute. Das habe ich aber noch heute. Das habe ich aber noch heute, die Trantütigkeit. Ja. Ich lese manchmal mehrere Zeilen und weiß gar nicht, was ich gelesen habe, weil ich mit meinem Kopf woanders bin. Habt ihr das nicht? Ja, doch. Doch, 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 doch. Tja, ich hab, weil Trantüten 3000. Ja, wirklich. Ich habe dann immer so 4, 5 andere Screens natürlich noch laufen. Klar. Oh, stimmt. Wenn ich sage, ich schlage mal ein gutes Buch auf. Und dann erstmal Candy Crush. Was war euer, darf ich das nochmal fragen ganz kurz? Ja. Oder nee, einer muss noch einen Witz erzählen. Max, du musst noch einen. Nee, hatte ich nicht. Ja, dann ich erzähle noch einen. Das, ja. Ja, aber nee, was wolltest du denn noch fragen? Ich wollte nur fragen, welches Buch ihr als letztes gelesen habt, um mal richtig Nerd-Talk zu machen. Ob es ein lustiges war oder nicht. Also ich lese beispielsweise gerade von Benedikt Welsbecks Letzter Sommer. Ist sein erstes Buch.
Und ich rege mich aber regelmäßig auf, weil, also eigentlich, ich finde, er schreibt gut, ja, und ich habe auch ein anderes Buch schon von ihm gelesen und so, das ist stellenweise auch sehr witzig, irgendwie so ein Musiklehrer, der es nochmal wissen will, ja, der war früher in einer Rockband und der will es jetzt irgendwie nochmal wissen und hat so einen Schüler, den er zum Rockstar machen will, also eigentlich eine ganz witzige Story und dann machen die so einen Roadtrip nach Istanbul und bla und blub, aber es gibt einfach so eine Stelle, sein bester Kumpel, mit dem er da unterwegs ist, der will dann später zurückfliegen, eine Woche später aus Istanbul zurückfliegen und dann stürzt einfach das Flugzeug ab. Und da habe ich gedacht so, nee, das ist too much. Es ist too much. Ah. Ja, und das regt mich dann immer richtig auf. Also so, weißt du, wenn du so denkst so, ja, die Story, dass jetzt hier das Flugzeug abstürzt, also, da hätte jetzt irgendwie auch so, unnötig. Ja, so hätte auch so ein 14-Jähriger. So nach dem Motto, der Typ muss jetzt sterben. Wie stirbt der? Okay, Flugzeugabsturz, klar. Ja, ja. Nee, hat mich aufgeregt. Aber ich werde es trotzdem, ich bringe es zu Ende, Ich werde es, ja, es ist sonst doof, ne, wenn man so mittig aufhört, weil man sich so ärgert, aber dann, ja. Aber dann das habe ich schon mal gut, gemacht. Ja, doch, kann man auch du hast machen. Hast einfach aufgehört? Ja, einfach bei einem Buch, das, wie hieß es nochmal, Glenn Kill, und das war irgendwie in den Spiegel Bestseller, wo Schafe einen Mord aufdecken. Wow. Ja. Wow. Also ja, ich meine, gut, bei dem Klappentext, ich hätte auch zugegriffen. Also ich habe die ersten 5 Seiten oder 10 oder 20 Seiten gelesen. Treffen dachte sich so, Franzosen, Deutscher und 3 Schafe und decken Mord auf. Wer hat die geilste Frisur? Ja, wirklich. Ja. Also das Buch, was ich zuletzt gelesen habe, ich glaube, es war The Dragons of Eden von Carl Sagan. Und das ist einfach über die Evolution der menschlichen Intelligenz. Wow. Also ich lese halt keine Belletristik. Ich lese halt immer nur Sachbücher. Okay. Wie ist es bei dir? Bist du durchaus dafür zu haben? Weil ich habe hier immer mit Max die Grabenkämpfe. Liest du sowohl Non-Fiction als auch Fiction oder bist du da ähnlich drauf wie Max? Ich lese leider Gottes gar nicht. Nee, ich lese nur, also wirklich, weil ich es so mag, immer nur witzige Sachen. Also von so Comedy-Autorin. Ich habe gerade aktuell das von Julia Becker gelesen. Die ist Autorin beim Neo-Magazin Royal. Kenn ich, ja. Das Leben ist einer der härtesten. Groß. Sehr geil. Wie heißt nochmal ihre Sendung in der Sendung? Also was sich da sehr stark mit dem Thema Tiere beschäftigt. Das Doktor irgendwas. Doktor, ich lache mich da so tot. Die ist so gut. Das ist auf jeden Fall großartig. Ja. Ja, und das letzte Buch, auch einer sehr, sehr interessant, ist von Anja Rützel, was ich gelesen habe. Das ist so eine Spiegelkolumnistin, die, das hieß lieber Allein als gar keine Freunde, wo sie wirklich mal so ein Plädoyer für das Alleinsein schreibt. Also warum das nicht so schlimm ist. Fand ich sehr, sehr cool mal, weil sie wohl gerne alleine ist. Führt jetzt aber zu weit, ist aber witzig. Also ich lese gerne witzige, so Sachen, so LGBT-Content mag ich nicht so gerne und auch so traurigen Kram nicht. Okay. Das ist nicht so meins, eher so witzig. Heißt also, wer was auch beruflich mit Humor zu tun haben möchte, also deine klare Leseempfehlung, natürlich auch humorvolle Texte, aber gibt es irgendwie, wenn jetzt wirklich jemand das hört und der sagt so, Alter, ich bin jetzt hier gerade in meinem Job nicht mehr so ganz happy, ich will jetzt auch für andere lustige Texte schreiben. Mhm. Was muss der machen? Was muss der schreiben? Was muss der lesen vielleicht? Oh, der muss sehr viel liefern. Also lesen? Ja. Was kann er vielleicht lesen? Achso, es gibt ja auch so Ratgeber, How to be funny. Aber da warst du nicht. Da hast lesen sich auch Politiker sehr gerne durch. Nee. Ja. Und schaffen es nicht. Hier, am Tor. Und schaffen sich. Und hören mittig auf. Ja, genau. Obwohl, den Amthor finde ich ja an sich sehr witzig, ne? Wenn ich den so sehe. Das ist, der Amthor. Der hat so eine absolute, ohne so eine ungewollte Lustigkeit bringt er mit. Ungewollt. Der Typ ist halt irgendwie so, wie soll ich sagen, so anachronistisch in allem. Ja. Dadurch wird er dann witzig. Ja. Bei Kurt Krömer habe ich den mal gesehen und ich habe mich, also da habe ich gedacht, Respekt, dass der immer noch da sitzt und sich da dem aussetzt auch. Das habe ich Kurt auch gesehen, Krömer, weil der wurde wirklich immer, das wurde irgendwann auch fies. Es wurde auch fies. Ja, da hätte ich schon gesagt, wow. Und da, also ich finde, der bringt sowas mit, das mich immer sehr erheitert, auch wenn ich nicht seine inhaltlichen politischen Ansichten teile, aber der hat schon so eine Komik mitgebracht. Ja, Komik trifft es wahrscheinlich sehr gut. Ja, der sieht einfach witzig aus. Oder sieht so, aus wie stimmt. Aus so einem, der das, sieht aus wie aus so einem Harry Potter-Film. Slytherin. Ja, oder wo der herkommt. Ja. Klarer Fall. Da hätte der Hut keine 2 Sekunden gezögert, würde ich sagen. Raus.
Ja, Max, komm, hau noch einen ich jetzt hau, zum jetzt, raus ich hau jetzt einen dann letzten machen wir Witz den Sack raus. Und dann machen wir den Sack zu. Richtig, so machen wir es. Und um einfach hier mit maximalem Humor auszusteigen, ne, habe ich noch was mitgebracht. Was bestellt ein Idiot beim Italiener? Ja, Trottellini. Oh, nice. Hey, also den merke ich mir auf jeden Fall. Ja. Und den kann ich noch wünschen, nicht. Ich würde mir wünschen, das nächste Mal beim Italiener, wenn ihr die Bestellung aufgebt, einmal Trottellini mit Käsesoße bitte. Fände ich klasse. Ob ihr euch das traut, ne? Nee, ich nehme den Witz auf jeden Fall mit für mein nächstes Bühnenprogramm. Ja, absolut. Teils wem auch steigt schon mal sowas passiert ein. Ist. Ja, genau. Like, wer es auch noch kennt. Ja, ja, finde ich gut. Ja. Also ich bastel gerade tatsächlich an einem Stand-Up-Programm, habe ich mir überlegt, zu Generation Y. Weil ich habe gesagt, über was kann ich eigentlich schreiben? Und ich schreibe jetzt was über Generation Y, weil da bin ich mittendrin, da hänge ich drin und es geht so ein bisschen in die Richtung, wir suchen nach dem Sinn des Lebens und eigentlich ist alles scheißegal. Richtig du für gute schon, Laune. Aber ist das jetzt ein Gag tatsächlich oder nee, meinst das meine ich ernst? Das meinst du, ja, okay, aber damit stehst du wahrscheinlich potenziell auch nicht unbedingt alleine, ne? Nee, ich wollte gerade sagen, das macht ja gefühlt jeder in der Comedy-Szene. Echt? Ja. Oh, ja, also hinterfragt. Leider gucke ich da nichts. Mach nochmal so ein bisschen Market Research oder mach es halt fertig und so. Und schick's mir. Und schick's mir. Oder in zwei Jahren so, ja shit, ja ich muss tatsächlich alle machen. Ja, alle haben es auch schon. Oh, das ist oft mein Problem. Ja, aber das wäre geil, wenn du über die Generation Y redest, aber selbst 50 bist, das wäre wieder was anderes, ne? Okay. Das ist gut. Ja, oder du könntest schreiben über Leute, die über die Generation Y schreiben, also so ein Meta-Ding. Ja, ja, super, genau. Mein Problem ist halt, ich gucke halt dann irgendwie nicht irgendwie aktuelle Sachen aus Deutschland irgendwie, was Comedy angeht und deswegen habe ich nur da... Nur aus Litauen. Ja, lettischer Stand-Up ist genau mein Ding. Also aus Nordkorea habe ich mir alles angeschaut. Ja, ganz witziges ganz Volk. Ganz groß und unzensiert. Ja. Ja. Bei denen ist aber, wenn wer da Stand-Up macht, der wird direkt erschossen. Verstehst du? Richtig, auf der Bühne noch. Ja, ja, ist einfach billiger. Ja, okay, scheinbar, dann ist mein Thema Generation Y damit auch beerdigt. Danke dafür, dass ihr mir nochmal zum Ende meine Träume zerstört habt. Gerne. Du, hat mich total gefreut, ne? Danke dafür. Also hat total Spaß gemacht. So, ich springe jetzt hier gleich aus dem Fenster. Also dann bis zum aber nächsten Mal. Aber schreib vorher noch ein Stand-Up drüber. Das ist ja gut. Damit komme ich dann groß raus. Ja. Ja, ja. Ich würde mich freuen. Ja, aber jetzt haben wir sehr lange gesprochen und es war durchweg sehr, sehr erheiternd. Also vielen lieben Dank, dass du dir gerne. Die Zeit genommen vielen hast. Dank. Es war cool. Ich glaube, es war auch ein ja, kann man schon sagen, buntes Potpourri, also verschiedene es war Themen. Fast ne? Ein bisschen lustig. Ja. Ich würde uns das Zeugnis, ich stelle am Ende immer so ein kleines Zeugnis aus und ich würde sagen, ne, es war alles mit dabei. Es war sehr lustig, aber es war auch deep, ja, zwischendrin. Fand ich auch, Und wir haben, glaube ich, sehr viel über dich und deinen Werdegang erfahren und das war ja auch unser Ziel und es hat, wie gesagt, ganz, ganz großen Spaß gemacht und wer weiß, vielleicht kommen wir in der Runde irgendwann mal wieder zusammen. Wir würden noch definitiv ein paar Witze vorbereiten bis dahin und vielleicht ist es dann auch von beiden Seiten lustig. Das ist gut, das ist sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank für diese guten Fragen. Ich finde, es ist auch immer ganz wichtig, dass man gute Fragen hat. Das finde ich selber immer bei Podcasts wichtig, sonst ist es nicht, das ist die Hälfte der Miete. Ja. Absolut. Also, danke sehr. Gerne, gerne. Ja, dann vielen lieben Dank und hab eine schöne Zeit und bis bald. Ja. Dito, ihr Lieben. Macht's gut. Ja. Also, tschüss. Ciao.